Und damit herzlich willkommen bei... Nein? Neues nicht? Ja? Wo sind wir jetzt gerade? Bei Minecraft. Genau, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mr. Six, Sigrick, Cheerman, also Tonsen und Noisy Poisy. Grüßt euch, ihr Lieben. Moinsen. Die beiden sind noch, also die anderen sind alle noch am Turm so ein bisschen und ich bin ja gerade noch an einem anderen Projekt nebenbei und zwar die Treppe hier nach oben müssen wir noch machen. Wo? Dass man hier nach draußen dann kommt. Was? Ja. Wo bist denn du? Auf der Treppe. In der Höhle. In der Höhle auf die Treppe nach draußen. Ach so, da bei Mr. Six an der genau, Bude, oder weil die wurde ja bloß angefangen, die mache ich jetzt immer noch weiter, weil jetzt ergibt es ja mal Sinn, die wirklich zu bauen, wenn man da mal rauskommt. Kann man das, ist das verbunden ja dann praktisch hier. Mhm. Ich noch froh. Und das macht Sinn. Oder im, ja, zum Beispiel, man fällt irgendwie aus irgendeinem doofen Grund mal runter. Genau, du bestätigst gerade das Beispiel, wenn man zum Beispiel runterfällt oder vielleicht auch mal draußen runterfällt. Gibt es wohl jemanden, der das schon mal passiert ist? Dann kommen wir schnell an sein Ziel. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das sind so einige schon passiert. Ja, ich glaube, das erleichtert das Ganze ein bisschen. So, bauen wir mal noch. Und da müssen wir um die Plattform. Wollen wir da eigentlich noch auf dem Turm noch irgendwas. Willst du auch eine Aussichtsplattform machen oder noch irgendwie was zum Sitzen irgendwie? Eine Gelegenheit irgendwie? Eine Sitzgelegenheit? Eine kleine Aussichtsplattform? Eine kleine. Was du dann da oben hinstellst, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ist dir Boogie. Auch eine kleine schöne Bank, damit du schön hier auf Sonnenuntergang schauen kannst. Naja, genau. Romantisch. Oh, ist das romantisch. Okay, räum noch die Blöcke weg hier. Da gehen eh bloß Leute mit Strammbaden hoch. Andere kommen ja hier die Wendeltreppe nie oben an. Das stimmt eigentlich schon. Okay. Zack, die Bohne. Okay, wie wollen wir das Ditte noch machen hier, sag mal. Ditte hier, sag mal. Wie ich ewig im Kreis laufe. Ich bin gerade erstmal an der Aussichtsplattform. Oh. Servus. Alter, das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden und dann muss ich bestimmt noch 3 bauen. Wunderbar. Wenigstens einer, der was tut. Texter, du musst dann hier im Laufe der Folge wenigstens einmal die Treppe hochlaufen. Obwohl, das hat man bei mir, glaube ich, in der letzten Folge schon ein paar Mal gesehen. Aber nicht final. Nee, final nicht. Final. Ach, final bezweifle auch. Nach Mannheim. Pro Folge ein Lacher, bis er nicht ja, geht. Ja. Aber das ist so eine Weisheit von Fußballern irgendwie, ne? Final Cohn gehört nicht in die Unterhose. Ja, genau. Da gehört sie wirklich nicht hin. Okay. So, hier habe ich schon ein bisschen angefangen, wieder Wiese zu bearbeiten. Wiese müssen wir ja auch wieder auslegen, ne? Ganz klar. Andere legen Teppich aus, wir legen Wiese aus. Der Pocketflexer legt Wiese aus. Genau, Gärtnerei Fex. Aber 20. Genau, so sieht das nämlich aus. So, zack. Ohne. Ja, es ist ein bisschen schade, der Rick wollte eigentlich das Wochenende, was jetzt war, weil der eigentlich erst wieder da gucken ist, aber leider erkrankt an einem Schnupfen. Jo, so ein bisschen die Nachwehen habe ich ja noch. Und ich wollte dich nämlich eigentlich um dein Fazit heute diese Folge bitten, aber es geht ja leider nicht. Nee. Aber trotzdem spalten sich ja dann durchaus auch die Meinungen über diesen Film, was ich jetzt so mitbekommen habe. Zum Beispiel der Blader hatte, wir haben uns letztens drüber unterhalten, der meinte, das interessiert ihn zum Beispiel gar nicht, der findet auch den Trailer total doof, während ich den Trailer zum Beispiel total gefeiert habe. Wusste ich aber. Ich war zum Beispiel enttäuscht, dass er Christoph Maria Herbst nicht mitbekommt. Genau, dass er Christoph Maria Herbst den nicht spielt. Ja. Aber ich glaube, das macht er bewusst nicht. Also ich gehe mit dem Tonsen jetzt auf jeden Fall am Mittwoch gehen wir jetzt ins Kino, also. Ja, heute ist ja Freitag für euch, okay, also wir waren schon. Da kommen wir später. Dann können wir da später mal drüber berichten, aber ich würde gerne mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Meint ihr, das wird ein Flop? Also wenn man jetzt mal das Buch außer Acht lässt, dass das gut war. Und ich glaube, es hat auch nichts wirklich mit dem Buch an sich so zu tun, weil Sig meinte zum Beispiel auch, dass die da irgendwie ja auch echte Szenen drin haben. Das wusste ich zum Beispiel persönlich gar nicht. Genau, die bauen das halt so auf, wie Borat halt auch aufgebaut worden ist, sozusagen eine reale Dokumentation. Und da drin sind halt geskriptete Szenen, also gestellte Szenen und einmal aber auch Szenen, die durchaus passiert sind.
Ja. Also da war einfach zum Beispiel, live ins Geschehen irgendwo. Genau, also da gab es halt eine Situation zur WM, da hat er sich auf diesen, in Berlin auf diesen Platz gestellt und da gab es halt einen engagierten Schauspieler, der als Punker dahin gegangen ist und Stimmung gegen Deutschland gemacht hat. Und der Schauspieler stand halt in seinem Hitler-Kostüm daneben und hat dann halt angefangen, Leute mit Deutschland-Trikot und so aufzuhetzen, zu sagen, ja, wollt ihr euch das gefallen lassen, bla bla bla. Und daraufhin sind die tatsächlich täglich diesen Typen da halt, diesen Schauspieler halt angegriffen. Und das ging dann sogar so weit, dass die Security-Firma eingreifen musste, weil der Typ tatsächlich Schläge und also dem wurde halt tierisch viel Gewalt angetan. Alter Schwede, siehst du mal, was das ist? Das ist krass. Und da muss ich allerdings sagen, das habe ich halt bei der Tagesschau gesehen und ich weiß es nicht. Also, weiß nicht, ob das tatsächlich so war oder ob die das nicht einfach reingehauen haben, weil es halt eine gute Promotion ist für den Film, keine Ahnung. Ja. So, und der Schauspieler, also die haben das halt einfach, was mich dazu anfühlt, die haben das so trocken erzählt. So, und also so trocken rausgehauen, dass sie sehr schockiert darüber waren, über diese Szene. Und da dachte ich mir so, okay, man merkt es richtig, wie du... Wie schockiert die waren. Ja, ich also, wahrscheinlich gefreut, dass es wirklich so gut ankam. Naja, und aber das war ja nicht Thema, genau. Aber so ist der Film halt aufgebaut und das hat halt mit dem Buch letztendlich weniger zu tun. Das Buch ist eher eine Vorlage dazu, beziehungsweise gibt es dann halt ein paar Szenen, die mit ausgenommen worden sind, wie zum Beispiel der Eröffnungstrailer sozusagen, wie der da halt aufwacht und wie der mit den neumodischen Sachen halt klarkommt, also das, was halt auch im Buch drin ist. Das kommt ist ja auch witzig. Mit vor. Das ist ja das Witzige. Genau, ich denke, das mussten sie halt mit reinbauen, sonst wird das halt, wäre das zu flach gewesen. Also diese typischen Gags halt. Das war ja gerade das Schöne an dem an der Geschichte, auch dieses sozialkritische ein bisschen und das Überspitzte, um auch mal der Gesellschaft irgendwo einen Spiegel vorzuhalten. Aber wenn ich dann höre, dass da so das im Film vielleicht abgestumpft, kann ich ja nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, es wird alles ein bisschen abgestumpft und geht nicht mal dem Zweck nach, wo das Buch eigentlich zu dienen sollte. Irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Angst, aber wir werden es ja mal erleben. Ich glaube, damit hast du aber auch recht. Und ich denke, das ist eine Entwicklung, die sich vorher beim Dreh waren sich der Sache nicht wirklich bewusst, sondern die ist dann halt mit entstanden. Also der Regisseur sagt auch halt nebenbei, dass er sehr irritiert darüber war, als die an Drehorten standen und der halt in diesem Hitler-Kostüm da standen, wie viel Zuspruch die teilweise bekommen haben dafür und endlich mal wieder und schön, dass das einer mal macht, so nach der Art. Und das wiederum, glaube ich, ist keine Satire, sondern das ist tatsächlich ernst passiert und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, wie gesagt, die haben sie so nicht kommen sehen. Und dann haben sie, denke ich, das Buch, also den Film auch ein bisschen abgeändert. Weil sie mitgekriegt haben, dass sie das gar nicht so einfangen können, wie das Buch das eigentlich dargestellt hat. Und dass tatsächlich andere Sachen passiert sind. Das ist ja auch das, das habe ich ja auch schon mal zu dir gesagt. Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor, weil wirklich, sagen wir mal, ein Viertel des Buches ist wirklich, wo tatsächliche Handlungen passieren. Der Rest ist ja bloß aus dem Gedanken von Hitler in dem Fall. Also das kannst du ja gar nicht so, das ist ja das Witzige gewesen halt eigentlich daran, was denkt er gerade über diese Situation und so. Ja, und da muss ich auch dazu sagen, wir haben ja gerade eben das gehabt, dass ihr es schade findet, dass Christoph Maria Herbst das nicht gespielt hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das hätte hinkriegen können. Weil der hat meiner Meinung nach die Mimik und denke ich auch, Und die Geste, also er geschafft das mimisch und gestisch halt so Gedanken zu parodieren, weißt du? Ja. Sich da hinzustellen und wirklich in Erinnerung zu schwelgen, weil der halt einfach nicht todesernst aussieht, aber auch nicht todeskomisch, was wiederum der andere Schauspieler, der Hitler jetzt parodiert hat, da sozusagen, das, wenn du den anguckst, das passiert nicht, das geht gar nicht. Der hat halt einfach so eine Felsmiene. Der hat aber auch so eine richtig strenge Miene, also wenn man den mal fernab von der Lustigkeit jetzt sieht, aus dem Trailer finde ich, der hat schon eine sehr, also der kommt dem originalen Hitler durchaus richtig nah, finde ich irgendwie. Genau, und das, denke ich, haben sie halt versucht, da mehr mit den reinzubringen. Aber darum geht es ja gar nicht. So, das ist schade irgendwie. Das denke ich halt auch. Naja, letztendlich, man wird es im Endeffekt sehen, wie der Film ist. Also anschauen tue ich mir den, glaube ich, auf jeden Fall. Danke. Um halt auch mitreden zu können. Mhm. So, aber, keine Ahnung. Bauchgefühlmäßig weiß ich nicht, ob es gut wird oder nicht.
Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich bin das da. Ist wie bei dem Minecraft-Spiel. Da bin ich auch vorher reingegangen mit so einem Bauchgefühl von, kann gut werden, kann aber richtig scheiße werden. Muss nicht. Und lustigerweise habe ich eine Option überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, die dann letztendlich passiert ist oder eingetroffen ist. Aber naja. Die da wäre? Dass es ein Kinderspiel ist. Achso. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, für mich war das so total gesetzt, dass es Telltale ist und machen keine Kinderspiele, so nach der Art. Und aber letztendlich ist es halt, es ist ein Kinderspiel. Du musst leider auch verstehen, dass Minecraft ein Kinderspiel ist. Das denke ich immer wieder, wenn ich bei Amazon mal ein schönes Creeper-T-Shirt hören will, das gibt es immer nur für Jungs. Und nicht in meiner normalen Größen. Scheiße. Ja, ich habe das irgendwie komplett bei dem Story-Mode-Spiel komplett ausgeblendet. Also überhaupt nicht. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. So, und als ich dann fertig war mit der ersten Episode, stand ich da und dachte mir so, okay, was wollte dieses Spiel jetzt eigentlich gerade von mir? Und dann kam mir erst der Gedanke, Moment, das ist ein Kinderspiel. da kannst du jetzt nicht viel erwarten oder beziehungsweise da kann jetzt nicht viel bei rumkommen. Oder da kann schon viel bei rumkommen, ist ja auch viel bei rumgekommen, aber es war halt anders als erwartet. Ja. Gibt's eigentlich noch irgendeinen Platz, wenn ich gerade mal zwischengrätschen darf, wo man Erde farmen darf oder kann? Nö, hier egal was draußen. Überall hier, komm mal raus. Draußen in den Kisten, im Lager ist nichts mehr? Nee, so. Wir haben schon alles hier gesetzt. Komm mal raus. Draußen. Komm mal zu den Schafe. Gute Schafe. So, aber viele Schafe. Ja. Du kannst hier hinten immer. Da ist ebnen. Riesige Blöcke. Hier kannst du alles ebnen, was hier muss, weil hier bauen wir dann später noch weiter. Wetten. Also das, was ihr jetzt eh schon untergraben habt, genau. Hier quasi, das kann weg. Ja. Und ich probiere gerade hier krampfhaft einen Setzling rauszukriegen, weil ich noch eine Sitzgelegenheit neben der Treppe machen will, damit das halt aussieht. Geh mal nach hier hinten, damit die ganzen Bäume nicht so rutscht sind. Ich jetzt schon mal einen hier. Ey, immer noch keinen Setzling, das gibt's ja gar nicht. Komm her. Ich steh mal noch. Ja, keine Ahnung, also wie ist es denn jetzt aktuell mit dem Minecraft-Story? Haben dich jetzt heiß gemacht, dass du die zweite Episode unbedingt spielen willst? So wie bei Walking Dead? Also das, was ein bisschen nach hinten lief, ist halt so, dass das Spiel braucht halt ein bisschen lange, um in Fahrt zu kommen. Also bei The Walking Dead war das halt so, dass du die erste Episode gespielt hast und da schon viel passiert ist und du dann unbedingt diesen Drang hast, weiterzuspielen. Und als bei Minecraft die Story, gerade das Spiel halt sozusagen ins Rollen kam, war das auch schon zu Ende, die erste Episode. Und da stand ich auch ein bisschen da und dachte mir so, okay, ich habe jetzt mit allem gerechnet, nur nicht mit dem Ende. Und also wie es weitergeht, interessiert bin ich daran schon. Also gecatcht hat mich das Spiel schon auf der einen oder anderen Weise. Aber es war nicht so, wie ich es mir jetzt gedacht habe. Also es ist eher so eine neutrale Bewertung, weil vor allem storymäßig halt, wie gesagt, noch nicht wirklich viel passiert ist und ich da keine Bewertung abgeben kann, ob das storymäßig jetzt was Cooles ist, ob die Storyline schön ist oder nicht. Vom Spiel her macht es halt Spaß, also ich bin da innen drin schon ein bisschen aufgeblüht und habe mich da drin auch ein bisschen verloren. Aber ja, wie gesagt, wie das Spiel so storymäßig ist, darüber kann ich keine Bewertung abgeben. Aber es ist halt bei mir genau andersrum. Ich habe das ja auch angedaddelt und habe dann irgendwie nach einer Viertelstunde, 20 Minuten das Ding halt ausgemacht. Und habe halt so für mich festgestellt, okay, irgendwie hält mich das Spiel halt im Moment nicht fest. Das finde ich halt eher anstrengend, das zu spielen. Ja. Als dass ich das jetzt unbedingt gerne weiterspielen möchte. Das war halt irgendwie so bei mir komplett andersrum. Ja, und das ist lustigerweise aber auch der Grundtenor bei anderen. Also auch Kati hat zum Beispiel unter einen Kommentar geschrieben, dass sie das Spiel sieht und sich nicht denkt, dass sie sich das jemals kaufen würde. Aber es macht ihr Spaß, anderen dabei zuzuschauen. Also jetzt bei mir, das ist halt ihr, das macht ihr halt Spaß so. Aber ja. Ich würde sich das Spiel wahrscheinlich selber nicht kaufen. Und ich glaube halt, hätte ich vorher schon was gesehen über Minecraft Story Mode, hätte ich's wahrscheinlich auch nicht gespielt. Dann hätte ich mir das bei anderen angeschaut, aber selber nicht gezockt. Aber das. Da muss ich wohl mal zum Gucken übergehen und nicht zum Spielen. Ja. Ja, also kann ich nur wirklich empfehlen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, beim Mr. Sick da zuzuschauen. Ich aber lieb. Ich hab's auch gesehen. Ja, den Fünfer hast du dir verdient, Digga. Wenn du und blühend an dem Spiel aufgegangen bist, ist das so echt herrlich. So, aber welche Kontoverbindung muss das?
Ja, das Schweinchen war auch süß. Oink, ich musste bei der Endszene übrigens lachen, wo es geht. Oh, da kommt ein Oink. Nee, ich kann schon wieder so machen. Das ist schon geil. Der hat's quietsch gemacht. Nee, warte mal, nicht. Oink. Ja, in der Höhle da, ne? Ja. Ich habe mir die zweite Folge war das, ich habe mir das dann auch nochmal angeguckt, weil ich in der beim Aufnehmen nicht gecheckt habe, dass das das Ender-Kostüm war von dem Schweinchen. Ich dachte im ersten Moment tatsächlich, da liegt das Schweinchen getoastet dahin. Ich war innerlich total zerstört, Alter. Ich hing da und dachte so, nee, die haben doch jetzt nicht das Schwein da grillen lassen, oder? Und ja, naja, aber zum Glück war es nur das Kostüm. Das habe ich aber erst hinterher mitgekriegt. Naja, ja, mal gucken. Auf jeden Fall entschönend. Also ich fand es halt schön, wie gesagt, mich hat es da. Ich glaube, ich rutsche da gerade wieder in dieses Euphorische rein. Also, fand es sehr süß, finde es sehr süß und es hat schon gut gefallen. Bin mal, wie gesagt, gespannt auf die Story. Ich hoffe, sie wird halt nicht plump und nicht irgendwie komisch. Das, was mich halt nur aufregt, ist, dass meine Spielstände wieder kaputt sind von Minecraft. Und keiner weiß, warum. Und dass ich das mir wieder erspielen muss, weil die Entscheidung ja von Episode zu Episode rübergeht. Ja. Und lustigerweise auch dieses Cloud-System, was Mojang da angeboten hat, überhaupt nicht funktioniert hat. Also, keine Ahnung. Aber ich bin halt, wie gesagt, auf die Story gespannt, wie das dann halt wird. Weil man halt, wie gesagt, berücksichtigen muss, dass es ein Kinderspiel sein will. Ja. Und da finde ich es schon teilweise ein bisschen strange, dass es halt ein Kinderspiel sein will, aber die nur eine Sprache in Englisch anbieten. Also ich meine, welche. Für englische Kinder? Ja, aber was man kann doch da mal eine deutsche Sings mit reinmachen oder was auch immer. Aber das fand ich halt ein bisschen, also ich finde das schon ein bisschen haarig, dass man nur deutsche Untertitel hat. Mhm. Und selbst die muss man sich halt, die werden noch nicht mal in Optionen irgendwie angeboten, sondern das musst du dir irgendwo in der Safe-Datei rumschreiben. Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Das fand ich auch total strange. Und dann sind halt einfach die Entscheidungen, die ein Kind treffen soll, währenddessen das Spiel, also es geht ja schon relativ zügig, wie bei The Walking Dead, ne? Du denkst noch drüber nach, was haben die jetzt gerade geredet und wie will ich mich entscheiden? Und dann hast du jetzt ein Kind drin, was noch nicht mal Englisch kann, was ich da die Untertitel durchlesen soll, auf die Stelle und dann noch eine Entscheidung treffen sollte. Also das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Das haben sie irgendwie nicht gut überlegt. Das war doch bei The Walking Dead nicht anders. Ja, Walking Dead will kein Kinderspiel sein. Das ist ein Spiel für junge Erwachsene. Oder erwachsene so. Menschen, ja. Oder Leute, die denken, sie wären es. Mit dem Blut und sowas. Aber Minecraft will ja, wie gesagt, ein Kinderspiel sein. Das fand ich schon ein bisschen doof. Ich habe Diamanten gefunden. Oh. Also wer will, die Treppe nach oben ist fertig. Könnt ihr mal die Ausmaße ausprobieren. Oh, sehr nice. Ich farbe mir noch einen ab und dann komme ich auch mal. Ich komme auch gleich. Ich sollte meine Dinge mit Glück abbauen, ne? Das macht mehr Sinn. Jo. Alter, ich habe gerade richtig viele Diamanten gefunden. Wo denn? Ich bin eigentlich nur in die Höhle gegangen. Welche? Um ein bisschen Kohle zu farmen. Und hier wenn du einmal daneben latscht, ne? Oh, was? Ein Millimeter oder Bringer, was? Sagt's noch, ne? Ich habe extra noch schön das Wasser gezielt. Na, da gehen wir mal die Treppe anschauen. So, ich komm gleich nach, ich setz noch kurz was, ne, guck mal. Volk ist nämlich auch gleich durch. Leider Gottes, ich weiß. War traurig, aber so ist es halt. Wie viele Diamanten habe ich denn? 12 Diamanten habe ich rausgezogen. Okay. Zack. Ja, dann gucken wir uns das ganze Türmlein mal an. Türmilein. Das ist jetzt der Turm final, ne? Na, da kommt dann die Plattform ordentlich Dach. Drauf. Ach, oder Dach oben drauf. Ach, du hast jetzt die ganze Zeit Treppe gemacht. Die Treppe nach oben ist fertig. Boah, Alter, wenn man von unten guckt. Das sieht ja. Vor allem, du siehst ja das Ende nicht, weil da Wolken hängen, oder? Das hängen da gerade. Doch, ich sehe das schwarze Loch. Das ist das schwarze Loch. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die Plattform oben so baue, dass da in der Mitte immer noch ein Loch bleibt. Könnt ihr ja die Decke mal aus Glas bauen oder so. Ungefähr, wenn man hier an der Tür ist übrigens, ne? Tonsen.
Da ist man ungefähr bei einem Drittel des Turms. Oder ein Viertel? Oh. Nee, ein Drittel, glaube ich. Alter. Wenn überhaupt. Ich laufe jetzt mal hoch für die Zuschauer. Und ihr seht, es wird Überlänge. Ich habe meinen eigenen Rülps verschluckt. Wie da macht der Satz wieder Sinn. Ja. Hexer, da kannst du direkt mal die Stufen zählen. Oh ja, zähl mal. Stufen zählen, das war schön. Ja, fängst du genau bis 13. Eben, das wird nicht. Ja, da fängt immer wieder von neu an. Ist auch okay. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 2. 1 plus 1 ist 1, 1 plus 2 ist auch 1. Weil ja. du denkst so, du bist oben, weißt du? Und dann merkst du, ach nein, das war bloß die Wolke. Danach geht's weiter. Alter, das ist, wird echt eine Überlängenfolge. Wir sind schon langsam wie bei Wetten, das hier. Du Sportschau? Fast 5 Minuten hochzulaufen hier. Ach, bist, du schon an den, bist du schon an der Wolke, Fetzer? Nee. Oder bist du ja eine Weile unterwegs. Alter, wie weit ist denn das? Na, wer. Ihr wolltet den wer so hoch. Wer baut denn den Scheiß so hoch, Mann? Ich wollte unter den Wolken aufhören. Ja. Mal auf dem Rick gehört. Über den Wolken. Ah, ja, ja. Ich hab dieses Lied im Musikunterricht gehasst, ne? Alter, ja. Echt. Die Sau. Kraus gewesen. Frau David, das war scheiße. Das steht doch aber im Lehrplan drin. Ja, egal. Steven, über den Wolken. Als ob die Lehrer nicht flexibel wären. Flexibel legen vielleicht auch. Oh, jetzt bin ich oben. Heide Witzka, Herr Kapitän, wir sind da. Der Sonne entgegen. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bei Minekraft. Und ja. Wir danken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist da gute Sick wieder dran, Mr. Sick. Und jetzt darf ich euch wirklich mal ein schönes Wochenende wünschen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.